Ja, hallo, liebe Leute. Zur 21. Folge Victoria 3. Wir sind wieder im schönen Baden. Und was soll ich euch sagen? Ich muss euch was zeigen. Wir hatten doch das letzte Mal die Probleme mit dem Marktzugriff, dass der, ich pausiere mal, mit dem Marktzugriff, nachdem wir aus der Zollunion geworfen wurden, dass der sowohl in Neuguinea als auch in Sansibar auf 0% war und ich keine Ahnung hatte, wieso. Ich habe mich dann im Nachgang an die Folge mal ein bisschen im Internet umgeguckt und ich habe keine Lösung für dieses Problem gefunden. Das scheint auch noch nie irgendjemand gehabt zu haben und ich habe mich dann damit eigentlich schon abgefunden. Und jetzt habe ich für die heutige Folge das Spiel geladen und bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich nochmal nachgeguckt. Hoppla, das war die falsche Taste. Habe ich nochmal nachgeguckt und was soll ich sagen? Wenn wir jetzt in Sansibar gucken, haben wir jetzt einen Marktzugriff von 88%, weil wir ein bisschen zu wenig Infrastruktur haben, 88. Und wir haben in Neuguinea einen Marktzugriff von 73%, weil es halt auch noch an Infrastruktur fehlt, aber die Eisenbahn ist im Bau. Das war, keine Ahnung, vielleicht hat sich das Spiel irgendwie verschluckt. Ich habe nach der letzten Folge, wo wir nicht weiter wussten, ich habe gespeichert, habe das Spiel beendet, ich habe es heute wieder gestartet und geladen. Ich habe nichts gemacht in der Zwischenzeit, jetzt passt es wieder. Solltet ihr das Problem auch mal haben? Vielleicht mal neu starten? Es könnte das Problem beheben. Es könnte das Problem beheben. Das ist jetzt total seltsam, aber es ist so, ne? Also ich habe wirklich nichts gemacht. Wenn das irgendein Spielfeature gewesen wäre und es da eine Lösung dafür gegeben hätte, die ich gefunden habe, irgendwo hätte ich euch das erzählt. Habe ich nicht. Ich habe einfach geladen und es hat gepasst, ja? Also, ja, ist so. So viel dazu. Aber das macht mich umso zufriedener, weil jetzt haben wir endlich unsere Schwefelmine und wir haben jetzt auch unsere Gummiplantage hier unten. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal den Markt checken. Wir müssen sowieso dringend was für Infrastruktur tun. Es werden 87 von 79 genutzt, aber die Eisenbahn ist noch nicht ganz voll besetzt, aber fast. Ja, aber die hat auch noch einen Malus hier auf die Infrastruktur, weil sie ja einen Malus auf die Eingangswaren hatte, die es ja nicht gab. Der muss erstmal abgebaut werden. Seht ihr, der ist noch 41% groß und der baut sich jetzt mit der Zeit ab. Das kann sein, dass die Infrastruktur dann schon passt. Deswegen werde ich erstmal nichts tun. Aber was wir heute tun werden, wir werden jetzt einmal kurz nach dem Markt gucken, weil Gummi, nehme ich an, ist jetzt nichts mehr wert. Wo haben wir? Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Gummi ist jetzt. Hä? Wir haben jetzt. Ja, wir haben jetzt 663 Gummi von der Gummiplantage. Ernsthaft? Erzeugt die so viel? 706 Gummi. Okay. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder was für Gummi tun. Ihren Verbrauch starten. Das heißt, wir gehen direkt in unsere Kasernen- und Einberufungszentrum und stellen wieder auf die Fahrradkuriere. Das ist zumindest mal ein gewisser Verbrauch an Gummi, der es vielleicht besser macht, aber wahrscheinlich lange nicht genug. 45, das ist ja gar nichts, ne? Okay, wir haben aber keine Handelsroute mehr für Gummi, soweit ich weiß. Hatten wir, glaube ich, nie eine. Nee, okay, dann müssen wir damit leben. Importroute für Handpanzerschiffe, Importroute für Dünger, das ist ja Wahnsinn, was die bei uns alles einkaufen. Importroute für Gummi, es geht schon los. Der Franzose kommt schon um die Ecke und importiert das Gummi aus dem badischen Markt. Ne? Erst wirft er mich aus der Zollunion, ja, und jetzt klaut er sich das Zeug auf unserem Markt. Ne? So ein Sack. Aber guckt unsere Bilanz an. Plus 134.000, ich weiß gar nicht mehr wohin. Wir machen allein durch die Zölle mittlerweile 80.000 plus. Und das werde ich jetzt auch nutzen und werde mal in den Steuerbereich gehen. Wir haben die Steuern zwar schon auf der untersten Stufe, ich werde die Steuer auf Verbrauchsmöbel entfernen. Die macht immerhin fast 9.000. Die schmeißen wir aber weg. Das können wir uns locker leisten. Und was ich jetzt tun möchte, ich würde die Gehälter erhöhen. Die Frage ist, bei wem? Regierungsgehälter oder Militärgehälter oder beides? Wir gucken mal rein, welche Schichten wir da stärken können. Regierungsgehälter sind logischerweise in der Regierungsverwaltung. Und hier arbeiten Bürokraten und Büroangestellte. Die einen gehören, glaube ich, leidlich 19.1. Das müsste die Unterschicht sein, genau. Da gehören die Büroangestellten dazu. Und die Bürokraten, die gehören, glaube ich, zur Mittelschicht, ne? Ja, die Bürokraten. Also das würde, wenn wir die Regierungsgehälter erhöhen, stärkt das unsere Unter- und Mittelschicht. Und wenn wir die Militärgehälter erhöhen,
Wer arbeitet hier? Offiziere und Soldaten. Ich glaube, das ist ähnlich, ne? Soldaten in der Unterschicht. Ja. Und, hoppla. Und Offiziere in der Mittelschicht. Okay, das kommt aufs Gleiche raus. Dann gucken wir mal, was das bedeuten würde. Die Regierungsgehälter aufs Maximum würde uns 14k kosten pro Woche. Das können wir uns locker leisten. Das machen wir. Und Militärgehälter nur 4000 machen wir auch. Wir zahlen volles Rohr, maximale Gehälter. Macht auch die Leute hier loyalistischer. Und gibt natürlich wieder mehr Wohlstand, weil jetzt zumindest diese vier Berufsgruppen deutlich mehr Geld verdienen. Ne? Das ist natürlich schön. Dann können sie sich mehr ihrer Lebenssachen leisten. Das ist doch wunderbar. So, an den Werkzeugfabriken sind wir noch dran. Wir gucken mal auf den Markt. Sind Werkzeuge noch ein Ding? Plus 15. Das müssten wir dann wirklich im Griff haben, denke ich. Jetzt müssen wir in den anderen Sektionen für Infrastruktur sorgen. Wird es hier schon besser? Wir gucken nochmal nach der Eisenbahn. Ja, der Malus ist nur noch bei 23%. Der baut sich ab. Das ist gut. Wir könnten jetzt auch auf die größeren Waggons gehen. Ja, obwohl... Wir warten mal noch. Jetzt haben wir erst wieder Nichtachtung unserer Karten. Es geht schon wieder los. Frankreich fängt schon wieder an, ne? Frankreich scheint unserem... Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Hatte das schon mal jemand? Mir scheint das auch nicht richtig zu funktionieren. Das Event kommt jetzt mindestens schon zum 10. Mal, ne? Und irgendwie, das nimmt kein Ende, ne? Und da kannst du jetzt nur die Verrufenheit ins Unermessliche pushen, was wir nicht wollen. Wir sind sowieso schon ziemlich verrufen wegen diesem Quatsch, ne? Naja, klar, wir sind immer noch bei 34. Wieso nimmt denn das eigentlich nicht ab? Minus 0,1 pro Woche, das ist aber nicht viel. Jetzt können wir wieder unseren Anspruch abgeben. Und dann kommt wieder das erste Event. Da können wir unseren Anspruch wieder geltend machen. Und dann können wir ihn wieder abgeben. Und so geht es eigentlich immer im Kreis, ne? Ich werde nicht nochmal 19,5 Verrufenheit riskieren. Das können wir nicht machen. Also gebe ich den Anspruch wieder ab. Es hilft ja nichts, ne? Es hilft ja nichts. Aber wir haben jetzt hier 100% Marktzugriff endlich. Na Gott sei Dank. Das heißt, die Sachen laufen hier jetzt wieder. Wunderbar. Allen voran die Gummiplantage. Die sogar Geld verdient, obwohl Gummi nichts wert ist. Aber das wird ja jetzt exportiert nach Frankreich. Von daher, gut. Wir gucken auf unseren Markt. Hartholz, wir haben aber nichts mehr. Ich möchte, wenn wir auf den Markt hinweisen, wir haben nichts mehr, was auf 75% ist, ne? Tabak ist jetzt noch teuer, Eisen ist verdammt teuer, da müssen wir was tun. Luxuskleider, Porzellan, das ist nicht so schlimm. Spirituosen müssen wir was tun. Da könnten wir aber noch was importieren, denke ich. Oh Gott, wir brauchen wieder Bürokratie, ja. Wir haben einen Handelsvertrag gemacht mit Frankreich, gell? Einen Handelsvertrag mit Frankreich, ja. Das heißt, wir können gar keine Zölle auf die Route legen, die sie gerade gemacht haben für Gummi, ne? Wo ist die Gummiroute? Hier. Der Franzose importiert hier. Doch, wir können... Nee, wir können nicht. Wir können Zölle drauflegen. Export, 20% Exportzölle. Aber ihr seht, null Geld gibt es dafür, weil wir einen Handelsvertrag haben mit Frankreich. Das ist natürlich schlecht. Aber vielleicht können wir dadurch Spirituosen importieren, ohne Bürokratie zu bezahlen. Das wäre ja schon mal was, ne? Neue Importroute. 37 aus dem französischen Markt. Ich nehme die 405 aus dem deutschen Markt. Und dann müssen wir nochmal unsere Regierungsverwaltungen ein bisschen ausbauen. Und ich würde hier natürlich das Holzfällerlager nachziehen. Wir brauchen mehr Hartholz. Aber wir haben ja auch immer noch den Malus drauf. Die müssen sich jetzt erstmal abbauen. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch hier hinten, ne? Die Schwefelmine fängt jetzt auch an zu arbeiten. Die hat auch immer noch einen Malus drauf. Der ist jetzt auch auf 10% unten. Wie sieht es denn aus mit dem Schwefel eigentlich auf unserem Markt? Marktzugriff, 10 von 14, aber die Eisenbahn kommt. Wie sieht es denn mit Schwefel aktuell aus jetzt? Ja, minus 18, das ist genau das Ding. Wir produzieren 2,74 selbst. Das wird auch noch mehr. Die 3,25 von der Handelsroute sind fast zu viel. Wir müssten sie eigentlich wegschmeißen und eine kleinere nehmen. Sonst macht unsere Schwefelmine hier nicht so viel Gewinn. Wir warten mal ab, wo wir rauskommen, wenn der Malus hier komplett abgebaut ist, wie viel sie dann wirklich produziert. Vielleicht brauchen wir gar keine Handelsroute mehr. Das wäre ja auch immerhin schon mal was. Oh, und wie sieht es nebendran aus? In West-Neuguinea
Oh ja, da haben wir mittlerweile auch einiges an Bauern und Leuten. Da können wir doch jetzt anfangen. Holzfällerlager würde Sinn machen, aufgrund von Hartholz. Tabak haben wir hier nicht. Kaffee würde Sinn machen. Ich glaube, das können wir hier hinten auch tun. Oh, wir können. Ah, das ist noch nicht. Wir haben noch nicht genug. Wir müssen hier in dem badischen Bereich bauen, nicht in dem anderen. Kaffeeplantage, bitteschön. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und hier die Eisenbahn, das passt auch. So, wo sind wir zu Hause? Hier oben. Jetzt gucken wir nochmal. Die Werkzeugfabriken sind fertig, sind auch schon voll besetzt. Jawohl. Was hat das jetzt mit dem Werkzeug gemacht? Werkzeug ist exakt auf null. Das ist ja ein Traum. Glas auch. Kohle geht. Was schweineteuer ist, ist Eisen. Ne? Das ist genau das Ding. Wir müssen was für Eisen tun. Wir haben in der Ostschweiz Eisenmine, die ist erst auf 1. Wir haben noch, wir können 111, 113, 115, wir können auf die Eisenmine mal 3 Stufen draufsetzen. Das werden wir auch tun. Dann gucke ich nochmal in den Markt. Tabak, Spirituosen, Elektrizität müssen wir weiterhin was tun. Das heißt, ich werde mal ein weiteres Kraftwerk bauen. Dann ist unser Bau erstmal wieder weitestgehend ausgenutzt. Dann wird überall was gebaut. Und jetzt geht es weiter darum, den Markt weiter in den Griff zu kriegen. Wohlstand steigt wieder. Wir sind fast wieder auf 18 oben. Das ist super. Das BIP geht auf 80 Millionen zu. Ihr erinnert euch, den Effekt, den ich angesprochen habe. Raus aus der Zollunion. Abgestürzt. Und dann eigenständig werden. Und das boostet nochmal richtig. Wir sind eine Großmacht. Baden ist zu einer Großmacht aufgestiegen, Freunde. Wir sind offiziell eine Großmacht. Das kleine Baden ist eine Großmacht geworden. Ist das nicht ein Traum? Ist das nicht ein Traum? Importiert die Ware Werkzeuge aus dem Markt österreichisch. Oh, da müssen wir mal gucken, ob wir das noch brauchen. Brauchen wir das noch? Werkzeuge waren relativ auf 0. Ne? Jetzt sind sie schon wieder auf plus 8. Ne? Ja, und wir importieren immer noch 760. Ich glaube, wir müssen weiter an unserer Werkzeugfabrik bauen. Ich habe mich zu früh gefreut. Ich habe mich zu früh gefreut. Nächste Stufe drauf. Mit was arbeiten die eigentlich? Mit Stahl und mit Holz. Holz geht, Stahl ist noch ein bisschen ein Problem. Da werden wir auch noch was tun müssen. Und wir werden noch eine Regierungsverwaltung brauchen irgendwo. Aber aktuell sind wir bautechnisch komplett ausgelastet. Deswegen ist es jetzt ganz gut, wenn wir. Wie kommt man an die höchste Baustufe? Ich weiß es gerade nicht. Und wo konnte ich das sehen? Hier. Dafür brauchen wir das Lichtbogenschweißen, müssen wir dafür freischalten. Wo ist das denn, um Gottes Willen? Das Lichtbogenverfahren hier unten. Geht aber 13 Jahre. Ich glaube, wir sollten auch mal anfangen, ein paar Universitäten mehr zu bauen. Hier ist wieder ein Aufstand irgendwo. In Bayern. Bayern hat schon wieder Radikale und einen Aufstand. Da erklären wir Neutralität. Wie sieht es eigentlich mit den Schwaben aus? Warum kann ich die denn eigentlich nicht angreifen? Muss ich mal in die Diplomatie gucken. Sie haben einen Verteidigungspakt mit Großbritannien. Na, danke fürs. Und sind ein Protektorat von Frankreich. Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Da bin ich raus. Wir kriegen jetzt erstmal hier unsere Minen und dann nutzen wir die Zeit mal kurz und gucken in unsere Gesetzestabelle, was wir noch tun wollen. Parlamentarische Republik gefällt mir eigentlich ganz gut. Die behalten wir auch. Allgemeines Wahlrecht, Multikulturismus, völlige Trennung, das ist alles gut. Die gewählte Verwaltung, das wäre eigentlich. Ja, da verlieren wir 25% Besteuerungskapazität. Das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir jede Menge Regierungsgebäude mehr brauchen. Bekämen dafür aber minus 15 Pro. Ja, das ist halt schon geil, ne? Also diese Bürokratie-Institutionskosten, wer sich jetzt fragt, das sind in der Regierung, in der Politik hier oben, ist das der Reiter Institutionen. Das sind die Sachen hier hinten. Die kosten ja, man sieht es hier oben, pro Stufe 81 und das wird dann einfach 15% weniger. Die würde ich ja auch gerne alle noch ein bisschen nach oben bringen, aber wir können uns das null leisten. Das wird immer teurer, ne? Und die gewählte Verwaltung würde das doch schon deutlich entschärfen.
Aber wir haben niemanden in der Regierung, der da Interesse dran hat. Wir bräuchten dafür die Kleinbürger, das sind die einzigen, die es interessiert. Und die sind mit 4,1% randständig. Das heißt, das können wir eigentlich erstmal in die Tonne klopfen. Das wird nichts. Die garantierten Freiheitsrechte sind gut, Interventionismus ist gut, den mag ich auch am liebsten tatsächlich. Laissez-faire gibt deutlich mehr Beitrag in den Investitionsfonds, aber erstens haben wir Geld genug und zweitens kann man mit dem Interventionismus alle Produktionsgebäude subventionieren, wenn man will, alle, während man, Entschuldigung, verschluckt, während man bei Laissez-faire das nicht kann. Das sind es nicht alle. Da fallen ein paar raus, glaube ich. Kann es euch aber nicht genau sagen. Es gibt einen Grund, warum ich das nicht mag, aber gut. Dann haben wir die Berufspolizei, das finde ich ganz, ganz gut. Militärpolizei. Ja, die ist sogar besser, oder? Also wir haben hier minus 5% Radikale. Oh, wir haben die politische Aufwiegelung freigeschalten. Mehr Autorität, das ist schön. So, nochmal. Minus 5% Radikale durch sinkenden Lebensstandard und minus 15% Staatsabzüge durch Aufruhr. Das gleiche haben wir hier auch. Dazu haben wir noch 5% weniger durch Diskriminierung. Dafür erhöht sich bei Aufruhr aber die Sterblichkeit und es stärkt die Streitkräfte. Wäre keine schlechte Sache. Finden die Streitkräfte und die Kleinbürger gut. Kleinbürger haben wir schon abgehakt. Streitkräfte sind nicht in der Regierung, also ist es auch erstmal durch. Öffentliche Krankenhäuser wäre noch ein Ding, was ich auf jeden Fall gerne machen würde. Kostet uns aber auch 81 Bürokratie. Die können wir aber noch ranschaffen. Es wird aber die Industriellen radikalisieren und die sind in der Regierung, oder? Nee, nicht mal. Die sind zwar sehr mächtig, wir können es probieren. Also das Krankensystem ist das Letzte, was uns noch fehlt. Altersrenten sind gut, Frauenwahlrecht, Grundschulpflicht, Arbeitsschutz, Meinungsfreiheit, sonst haben wir alles. Wir probieren mal noch die öffentliche Krankenversicherung und gucken mal, was, ob uns die Industriellen aufs Dach steigen. Da kommt. Da steigen uns die Industriellen schon aufs Dach. Kritisch, 101, das wird eine Revolution geben, fürchte ich. Wir gucken gleich mal, wo die ausbrechen würde. Da müssen wir dann was gegen tun. Ich will nicht zurück auf kulturelle Ausgrenzung, auf gar keinen Fall. Das wird, ja, da ist er schon, der Aufstand. Revolution, die würde ausbrechen in Piemont. Na, die kriegen wir in den Griff, denke ich. Wenn sich nicht noch irgendjemand anders dazu einschaltet, das kann dann natürlich auch immer passieren. Naja, wir gucken mal. So, die Eisenminen sind ausgebaut. Ich werde auf jeden Fall nicht nachgeben. Das ist sicher. So, Eisen ist immer noch fürchterlich teuer. Was aber hauptsächlich daran liegt, glaube ich. Die Kaufaufträge kommen ja aus dem Stahlwerk, ne? Vielleicht sollten wir noch ein bisschen Eisen importieren. Ich muss erstmal die Regierungsverwaltung weiter ausbauen. Vielleicht gleich zweimal. Haben wir hier überhaupt keine? Doch, hier unten. So. Und vielleicht bauen wir hier drüben auch noch eine Universität, damit wir ein bisschen schneller forschen können. Und dann werden wir uns jetzt mal dem Aufstand stellen, der uns da jetzt treffen wird. Das hilft nichts, ne? Boah, die erstellen alle Importrouten für Gummi, ey. Was ist mit den Leuten? Gummi ist jetzt wahrscheinlich schon wieder sündhaft teuer geworden, oder? Na, es geht noch. Huch, wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Gummi, oder ist es doch teuer geworden? Hey, ich sehe es gar nicht. Bin ich blind? Wo ist Gummi? Opium sehe ich. Hey, ich bin wirklich blind. Ich sehe kein Gummi mehr auf meinem Markt. Ach, hier! Minus 2, das geht noch. Ich werde es trotzdem besteuern. Und krall mir was von dem Österreicher. Was soll das? So. Jetzt gucken wir mal. Der Aufstand geht bis 100. Der wird auf jeden Fall ausbrechen. Da müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Es ist vielleicht gar keine verkehrte Sache, noch schnell die Kaserne ein wenig zu vergrößern. Das kriegen wir noch hin, zeitlich. So, derweil gucken wir nochmal hier in Papua, wie es hier aussieht. Die Eisenbahn ist gebaut. Das heißt, wir haben jetzt auch genug Infrastruktur. Die Schwefelmine produziert jetzt in Summe. Oh ja, Schwefel. Oh ja. Mach nochmal langsam. Das sieht sehr gut aus.
Die Schwefelmine produziert jetzt 546. Verkaufsaufträge 70 durch die Handelsroute. Das ist doch fast gar nichts, oder? Die schmeißen wir doch weg. Lass mich mal gucken. Schwefel, 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 Schwefel. Hier. 70 Stück. Die schmeißen wir wirklich weg. Ja. Dann ist nur noch eine Exporthandelsroute. An wen? Ach, wo geht's denn immer hin? Hier. Ah! Ach, die Radikalen. Ich weiß gar nicht, was die da wollen. Naja, gut. Die gefährlichste Beute. Was ist denn hier passiert? Bei der Rückreise von einer Safari strandet Maria Eppelsheimer. Wer ist das denn? Ja, sie gehört zu den Industriellen. Auf einer kleinen Insel in dänisch-westindische Inseln. Dort machte der russische Aristokrat Alexei Demidow Jagd auf sie wie auf ein wildes Tier. Barbarisch. Ist ja lustig. Maria Eppelsheimer stirbt. Badensische Beziehungen mit Russland verschlechtern sich um 10. Da das aber eine von den Industriellen ist, ist die Revolutionswahrscheinlichkeit sinkt jetzt gewaltig. Ich glaube, wir müssen uns bei den Russen bedanken, dass sie uns dieses Problem vom Hals geschafft haben. So wie es aussieht. Offensichtlich gibt es jetzt doch keine Revolution mehr. Naja, so, wir haben hier drüben Kaffeeplantage gebaut. Automatische Bewässerung ist super. Wir stellen hier auch den Eisenbahntransport ein, denke ich. So. Und werden die Kaffeeplantage auch gleich mal noch ausbauen. Wir brauchen mehr Kaffee. Und wie sieht es in Sansibar aus? Die Gummiplantage ballert. Das ist gut. Ich denke, wir haben noch 30.000 Leute. Ich werde auf jeden Fall das Holzfällerlager noch komplett ausbauen. Wir können Holz gebrauchen. Da könnt ihr mal noch ein bisschen bauen. Ansonsten ist hier wieder Krieg. Bayern gegen seine Radikalen. Okay, das stört mich aber nicht weiter. So, und was macht Deutschland? Wir müssen, glaube ich, mal wieder ein paar Beziehungen verbessern. Mir ist das hier ein bisschen zu kritisch, ne? Mit den Spaniern verbessern wir ja schon. Italiener sind ein bisschen besser geworden. Nee, das können wir uns alles nicht leisten. Ja, mal lassen wir es mal so. Ich denke, die Deutschen hassen uns auch schon wieder ziemlich, ne? Was haben die denn eine Beziehung für uns? Sie sind auch berüchtigt. Plus 37,9, genau wie wir. Hat sich das mittlerweile eigentlich ein bisschen abgebaut? Auch nicht, immer noch 30,9. Krass, okay. Naja, damit müssen wir leben. Solange hier jetzt kein Aufstand geschieht, ist es ja schön. Bevölkerung hat sich in Piemont auf 3 Millionen erhöht. Das ist ja Wahnsinn, ne? So, Kaserne voll besetzt. Das ist schön. Haben wir noch eine Werkzeugfabrik gebaut? Ich glaube schon, ne? Wie sieht es denn jetzt aus mit Werkzeug auf dem Markt? Das ist jetzt schon eine ganz schöne Spielerei hier. 2,2 zu 2,8. Das heißt, wir brauchen immer noch jede Menge, ne? Kohlemine, Tuchfabrik, Holzblei, Handelsroute. Handelsroute plus 202, das ist halt bitter, ne? Und drei weitere. Boah, die brauchen alle Werkzeuge. Ich glaube, Werkzeug ist echt so ein Ding, da brauchst du ohne Ende. Das heißt, wir bauen da einfach weiter. Ich kann das da nicht ändern, ne? Wir bauen weiter Werkzeugfabriken aus. Werkzeuge brauchst du echt überall. Und wer klaut die uns vom Markt? Der Österreicher. Mit einer doppelten Route, oder was? Ach nein, das ist ja bescheuert. Wieso gehen das immer weg? Wo ist es jetzt? Hier. Das ist ja lustig. Wir importieren 1380 Werkzeuge vom österreichischen Markt und er exportiert quasi 150 zurück. Offensichtlich nehmen wir ihm seine ganzen Werkzeuge weg. Das ist mir aber gerade egal. Die klauen uns auch alle Möbel. Fürchterlich, ey. Wir importieren 2600 Tuch. Brauchen wir das wirklich? Nee, oder? Wenn ich hier 2600 abziehe, komme ich auf... Nee, das reicht dann nicht, ne? Ist halt aktuell gar nichts wert. Wir könnten eine kleinere Route nehmen, tatsächlich.
Das machen wir mal. Das wird jetzt ganz kurz wehtun, fürchte ich. Aber das spart uns dann, glaube ich... Ja, das Stufe 22 ist ein bisschen arg groß, ne? Die Route schmeißen wir mal weg. Das wird jetzt kurzzeitig ganz schön wehtun, glaube ich. So, wir gucken auf den Markt. So, Tuch ist jetzt deutlich teurer geworden. Müssen weiter oben gucken. Hier. So, es fehlen uns ungefähr, ja, 900. Kriegen wir da, gibt es da nicht eine kleinere Route? Hier, 650 aus dem deutschen Markt. Nehmen wir mal die. Die gefällt mir besser. Das macht das Ganze, glaube ich, ein wenig angenehmer. Auch die muss ich jetzt erst aufbauen, die Route. Aber das ist, glaube ich, angenehmer für unsere eigene Produktion. Vor allem, weil wir jetzt ja hier hinten auch unter Umständen noch Baumwollplantagen bauen können, die einen Haufen Tuch geben. Da steht sogar schon eine, der Stufe 4. Könnte sogar nochmal ordentlich, da habe ich gar nicht dran gedacht. Mist, wir stellen mal auf automatische Bewässerung hier. Das macht Tuch schon mal wieder deutlich angenehmer. Kann ich das eigentlich auch bei Kaffee? Da habe ich schon automatische Bewässerung. Obst ist wahrscheinlich nichts wert. Das habe ich mir gedacht. Obst ist irgendwie nie was wert. Tee ist relativ teuer. Da stellen wir auch mal auf automatische Bewässerung. Jetzt ist er nichts mehr wert. Sehr schön. Wir müssen dann unter Umständen nochmal für Motoren sorgen. Und beim Zucker ist es so, der ist auch verhältnismäßig teuer. Da stellen wir auch mal auf automatische Bewässerung. Es produziert immerhin 60 mehr. Wobei ich nicht weiß, warum ich den hier nicht zu Gesicht bekomme. Ist ein bisschen komisch, ne? Moment, die Grundproduktion... Na, nee, könnte hinkommen. Das könnte hinkommen. So, das passt. Und die Gummiplantage, da können wir sowieso nichts machen. Die macht plus 22.000. Das ist... Ist das Nummer 1 Gummiplantage der Welt? Oh nein, nur Nummer 2. Okay. Na gut. So. Hier werden wieder Werkzeugfabriken ausgebaut. Die Revolution steht, ist jetzt bei 84% zum Halten gekommen. Ich bin mal gespannt, ob sie noch ausbricht oder ob wir es in den Griff kriegen. Der Hafen ist voll ausgebaut. Ich würde hier gerne den Bausektor noch um 2 Stufen vergrößern. Einfach, weil wir viel zu bauen haben. So, und wir können jetzt noch Erlasse erlassen. Wir haben wieder ein bisschen Autorität bekommen. Die Frage ist, welche? Ich glaube, so ein... Wenn ich mal nach Baden gucke, so ein Fertigungswerke-Durchsatz ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, oder? Fertigungsförderung kostet mich 75. Das packen wir nach Baden. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Damit werden nämlich auf einen Schlag alle Fabriken hier 25% produktiver. Beim Wochenwechsel dann. Das tut uns, glaube ich, auch nochmal gut, was die Produktion angeht. Ansonsten heißt es immer nur, Markt beobachten, produzieren. Kaffee teuer, Strom... Ist das nicht allmählich mal gebaut hier unten? Doch. Es wird aber noch besetzt. Ach, es wird nicht besetzt, weil es keinen Gewinn macht. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Strom ist schweineteuer. Warum macht denn das Minus? Sind die Gehälter so teuer? Ich subventioniere mal das Kraftwerk. Sollte ich, glaube ich, mit allen Kraftwerken tun. Migration nach Katalonien, das interessiert uns nicht. Wir fangen mal an, die Kraftwerke zu subventionieren. So. Damit die voll besetzt werden. Und eine beduinische Migration nach Alentejo. Das interessiert uns auch nicht so wirklich. So, wann kommt der Fixpunkt für unsere öffentliche Krankenversicherung? Am 26. März, noch einen Monat. Okay. Das bedeutet, Blei wird jetzt extrem teuer. Warum auch immer. Wahrscheinlich wird es wegexportiert. Das Problem ist, uns fehlt hier schon wieder Infrastruktur. Das ist eine Katastrophe, ne? Es ist eine absolute Katastrophe. Und da müssen wir die Bleimine noch vergrößern. Es fehlt wirklich an allem. Aber gut, die Extremität sinkt übrigens. Es sind jetzt nur noch 81, nicht mehr 84. Ich glaube, wir kriegen es halbwegs in den Griff. Lebensstandard steigt stark.
sind jetzt bei 18,4. Das heißt, das ist im Prinzip schon fast wieder der Stand, als wir die Zollunion verlassen haben. Das ist ziemlich gut. Importroute für Gummi, ey. Was, Leute, ihr könnt mich echt... Ach, schlimm. Das können wir wegschmeißen. Das brauchen wir nicht mehr. So, lass uns mal nach Gummi gucken. Das brauchen wir eventuell auch nicht mehr. Wir müssen gleich nochmal nach den Tüchern gucken. So, jetzt geht wieder die Suche los. Hier ist Gummi. Ist jetzt bei plus 3. Okay, aber wir verdienen immerhin ein bisschen was damit. Gesundheitssteuer. Und da die Rufe nach einer Art Gesundheitswesen immer lauter werden, stellen viele in Frage, woher das Geld für ein solches neues System kommen soll. Manche haben vorgeschlagen, dass wir es einfach aus dem Steuertopf nehmen, wohingegen andere darauf bestehen, dass die Regierung die Kosten irgendwie anders decken muss. Ja, sag mal, sind wir hier in Deutschland oder was? Macht's einfach. Nehmt es aus dem Steueretat. Ach du gute Güte. 13.500 minus, das wäre nicht so schlimm. Die Industriellen mögen das nicht, aber es gibt 20% Erlassungserfolgschance. Wenn die Regierung das zahlt, ist es sogar plus 27.000. Und die sind nicht mal zeitlich begrenzt, das ist dauerhaft, ne? Oder wir kommen auch so zurecht, dann gibt es einfach nur plus 10%. Machen wir doch so. Wenn wir einfach 10% kriegen, warum soll ich da... Ich meine, wir haben genug Geld, aber warum soll ich denn jetzt hier... Nö, das geht auch so durch. 35, 50. Wir haben jetzt eine 85% Chance, dass wir es schaffen oder vorankommen. Blockade 0, debattieren 14, 4. Das ist doch... Was soll ich da einen Haufen Geld investieren? Das stecken wir lieber ins Militär. Diplomatiepakt ist in Gefahr, gebrochen zu werden. Weil die Beziehungen zu Frankreich schlecht sind. Das ist aber schade. Sind die Werkzeuge wieder teuer? Warum sind die Beziehungen zu Frankreich denn schlecht? Eventuell sollten wir da was tun. Ich höre mal auf, die Beziehungen mit Spanien zu verbessern. Dann haben wir Diplomatie übrig. Dann werde ich sie mit Frankreich mal wieder verbessern. Sie sind nämlich auf minus 2. Das brauchen wir nicht unbedingt, ne? Da arbeiten wir mal ein bisschen dran. Weil die hocken, erstens hocken die hier direkt neben uns und zweitens hocken die auch hier unten direkt neben uns. Das wollen wir nicht haben. So, wie ist es mit dem Tuch ergangen eigentlich? Das Tuch ist immer noch bei plus 13. Das ist aber, das müsste immer noch besser werden, weil wir hier eine Route aufbauen. Klamotten sind teuer, Strom ist teuer. Können wir eigentlich? Wir müssen mal beim Strom was tun. Wo geht eigentlich der ganze Strom hin? Der kann ja nicht exportiert werden. Ach, das sind die Stahlwerke durch das Lichtbogenverfahren und die Tuchfabriken. Okay. Naja, dann können wir ja, da können wir ja noch was tun. Das ist ja nicht das Problem. Also wir bauen auch das Kraftwerk hier nochmal aus. Macht jetzt auch Gewinn, okay. Das können wir schon brauchen. Den Strom mal in den Griff kriegen. Wir könnten natürlich auch auf Kohleerzeugung umstellen. Können wir das überhaupt schon oder müssen wir das noch erforschen? Ne, müssen wir erst noch erforschen. Mist. Wie sieht es überhaupt mit der Forschung aus? Wir machen gerade an der Psychoanalyse. Analyse. Wo ist die? Die spart uns auch nochmal ordentlich Bürokratie, glaube ich. Ja, 5%. Und es gibt mehr Einfluss. So, und was gibt es hier unten noch? Was ist denn das Institut für analytische Philosophie? Oha, auch nicht schlecht, ne? Für die Universität. Wäre auch nicht verkehrt. Antibiotika ist nichts mehr, was unserer Kolonisierung hilft. Die internationalen Handelsstandards wären noch schön. Aufzüge. Können wir eigentlich irgendwelche tollen, wilden Dinge bauen? Mal blöd gefragt. Nee, ne? Es gibt ja so Sachen wie Eiffelturm und so ein Zeug, aber Baden hat offensichtlich nichts Relevantes. Schade. Naja, so, hier kommt jetzt das Werkzeuggedöns. Das ist schön, die Eisenbahn ist, glaube ich, im Bau. Wie sieht es denn hier aus? Das passt noch. Wie sieht es hier aus? Das passt auch noch üppig.
Und hier wird es auch schon wieder eng. Da wäre vielleicht eine weitere Eisenbahn auch gut. Her damit. Senkt auch den Ticketpreis weiter. So, Stadtzentrum gebaut, gebaut. Bleimine gebaut. Das ist schön. Die wird jetzt auch besetzt. Arbeiten wir eigentlich in allen Tuchfabriken mit der elektrisierten, mit der Nähmaschine? Ne, tun wir nicht. Das wäre halt schon gut, ne? Wenn wir hier überall auf die elektrische Nähmaschine schalten könnten. Aber das macht... Oh Gott, guckt euch das an. Ha! Würde mal plus 960 Kleidung machen. Aber wir brauchen viel mehr Elektrizität und dann auch viel mehr Färbemittel. Wo soll ich das denn hernehmen? Wir bauen in Baden auch mal weiter das Kraftwerk aus. Wir brauchen noch viel mehr Strom. Und eventuell sollten wir hier unten dann anfangen... Was ist aus Schwefel geworden? Schwefel minus 7. Oh, das deckt die Schwefelmine aktuell komplett alleine hier unten. Das ist super. Das heißt, an der brauchen wir erstmal nicht bauen. Ich würde jetzt hier unten mal eine zweistufige Färbemittelplantage setzen. Das wäre eigentlich ganz schön. Und hier die Kaffeeplantage nochmal um zwei Stufen ausbauen für mehr Kaffee. Das wäre auch schön. Die Kolonisierung ist eigentlich fast abgeschlossen hier, ne? Das fit, das Eckchen noch und dann noch die Langzunge. Dann haben wir das hier unten. Und auch hier drüben sieht es mittlerweile ganz gut aus. Das kriegen wir eingesammelt, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel man an der Langzunge noch machen muss. Jetzt haben wir erstmal die Ecke gemacht. Huch, da draußen kann man auch noch. Ach du gute Güte, die Inselchen musst du auch noch kolonisieren? Na gut. Na gut, dann gucken wir nach Sansibar. Was können wir hier tun? Das Hirsefeld hat gewaltig Probleme, weil Getreide nichts wert ist. Aber Obst und Zucker ist noch viel weniger wert. Da ist die Psychoanalyse. Wunderbar, guck mal, wie viel Bürokratie wir jetzt haben. Und da haben wir einen Friedensvertrag. Das bedeutet, die Viehhöfe, das ist auch okay. Wir müssten vielleicht noch ein bisschen an der Baumwollplantage bauen für mehr Tuch, ne? Finde schon. Packen wir da auch mal noch zwei Stufen drauf. Und wir brauchen eine neue Forschung. Ich gucke nochmal Richtung Produktion. Weil, was ist Haushaltsplastik? Ach, da brauchen wir Öl. Stickstoff, ja, das ist uninteressant, glaube ich. Fließbänder, was ist Funk? Funkempfängerproduktion für Elektrofabriken. Okay, wir haben doch nicht mal eine Elektrofabrik. Und das da unten geht noch 13 Jahre, das ist ziemlich lang. Und wie sieht es beim Militär aus? Was gäbe es denn hier noch? Die Kriegspropaganda, Kriegsspiele, Belagerungsartillerie, Befestigungsgräben. Stacheldrahtzäune für Viehhöfe, was ist das denn? Es spart auch nur Arbeiter. Macht aber neue Infanterie verfügbar. Auch nicht schlecht. Den Betonhafen kriegen wir reingekippt gerade, das ist schön. Zerstörer, U-Boote, Wahnsinn. Boah, ich weiß nicht, wo ich hin soll als nächstes. Was würde Sinn machen? Das ist alles eigentlich nur noch, um Arbeiter zu sparen. Die Dampfturbinen wären auch noch cool, um auf Kohlekraftwerke umzustellen. Dann brauchen wir aber einen wahnsinnigen Berg an Kohle. Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Dann müssen wir wahrscheinlich importieren. Die internationalen Handelsstandards kriegen wir. Die Aufzüge. Bausektor Maximalstufe, das ist uninteressant. Und das Zeug hier unten geht ewig, ne? Ja. Analytische Behaviorismus. Boah, das ist auch nett, ne? Boah, aber wir haben erstmal genug Bürokratie. Besteuerungskapazität auch. Okay, ich würde, glaube ich, das Großlinienschiff-Zeug gibt's hier. Befestigungsgräben und Kriegsspiele wären, glaube ich, das nächste, um unsere Armee zu verstärken. Ich glaube, das ist ganz okay. Da machen wir mal weiter. Ich denke, das ist sinnvoll, um uns militärisch mal noch ein bisschen zu stärken. Weil ich habe das Gefühl, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir dieses Spiel wirklich so friedlich zu Ende kriegen. Was heißt friedlich? Wir haben ja schon einige Kriege geführt. Aber noch nie einen, den wir nicht wollten. Das ist der große Punkt, ne? So, was sagt denn das Werkzeug jetzt?
3K von 3,8. Ich habe das Gefühl, je mehr wir hier vorne produzieren, desto mehr wird hier hinten gebraucht. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, wir bauen halt auch den Rest aus, ist das Problem, ne? Wir brauchen allein... Ja, die Minen sind heftig. Die Kohlemine braucht 500 Werkzeuge und die Tuchfabriken auch. Pff, heftig. Was würde sonst noch? Am Kaffee arbeiten wir. Hartholz können wir nichts tun. Wie sieht es denn mit Luxusmöbeln aus? Macht eigentlich jeder Luxusmöbel? Ja. Das heißt, wir müssten... Aber normale Möbel sind auch plus 21. Okay, dann machen wir da mal weiter. Möbelfabrik. Hier haben wir keine Möbelfabrik. Das heißt, wir nutzen diesen Umstand und bauen hier mal eine Elektrofabrik. Das haben wir nämlich noch gar keine. Hier die Möbelfabrik. Und hier unten haben wir bestimmt auch eine. Ja, bauen wir mal die Möbelfabriken hier ein bisschen aus. Durch die Bausektoren haben wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Bau offen. Dann würde ich hier auch das Kraftwerk noch weiter vergrößern. Wir brauchen auch noch mehr Strom, weil ich glaube, die Elektrofabrik benötigt Strom, richtig? Warenverbrauch. Gummi, Werkzeug, Eisen, Blei, nicht mal. Das ist eigentlich ganz günstig. Und macht daraus 60 Telefone pro Stufe. Und mit denen müssen wir dann mal gucken, wohin. Weil wir müssen für einen Verbrauch sorgen. Sonst ist das Ding ja nicht produktiv. Aber ich glaube, das geht in den... Ging das in den Stadtzentren? Hm, Dienstleistungen sind teuer. Da müssen wir eventuell auch noch was tun. Wenn ich auf Markthallen stelle, brauchen wir weniger Holz, aber mehr Glas und Stahl. Stahl ist mittlerweile auch ziemlich teuer, ne? Plus 28. Das ist auch nicht so einfach. Muss in meine Regierungsgebäude. Bauvorhaben? Entwicklung? Sind die unterstädtisch? Ne, wo finde ich dann die Stadtzentren? Hier. Ja, die sind alle unterschiedlich eingestellt. Da müssen wir gleich mal gucken. Das interessiert uns auch nicht. Die sind alle unterschiedlich eingestellt. Da müssen wir jetzt mal gucken. Er arbeitet nämlich noch mit Gaslaternen, weil wir uns Elektrizität nicht leisten können. Das braucht aber 200 Kohle. Das ist halt völlig übertrieben, ne? Da geht viel unserer Kohle den Bach runter. Vielleicht können wir das irgendwie anders lösen. Das gleiche nämlich hier. Da braucht auch 100 Kohle. Dann wird Stahl sündhaft teuer. Ja, und hier verbrauchst du nur einen Haufen Transport für weniger Arbeiter. Das ist eigentlich... Das ist nicht schön. Ich lasse hier mal ein paar mehr Leute anstellen. Das spart uns nämlich Transport, weil Transport ist mittlerweile auch richtig teuer. Das werde ich jetzt aber mal bei allen tun. Das brauchen wir hier vielleicht erstmal nicht. Das macht woanders mehr Sinn. Oh, da wird schon nach dem Osten Neuguinea migriert. Das ist schön, dort brauchen wir eh Arbeiter. Da wollen wir viele, viele Felder bauen. So, ihr geht mal alle auf öffentliche Straßenbahnen. Das spart uns, glaube ich, etliches an Tickets. Was sagt der Ticketpreis da dazu? Naja, nur noch plus 19, aber immer noch zu viel. Eine unverschämte Expedition. Da haben wir das Event schon wieder, ne? Da haben wir das Event schon wieder. Das ist so dämlich, ne? Das ist echt dämlich. Aber es hilft nichts, ne? Wir sind mittlerweile auf Rang 8 der Welt. Rang 8? Heftig. Baden die Großmacht. Es gefällt mir immer noch. Es hört sich so gut an, ne? Es hört sich so gut an. Die badische Großmacht. Nicht schlecht. So, hier kommen jetzt unsere Baumwollplantagen. Das ist schön. Das boostet nochmal ordentlich unser Tuch. Ich würde glaube ich, ja, da brauchen wir Motoren. Wir müssen erstmal was am Stahl tun. Oh, und es ist Gummi in Mosambik entdeckt worden. Wo ist Mosambik? Bevor ich mir da jetzt den Wolf suche. Ups. Hier unten. Ach da, in Portugal. Portugal hat das sich schon gekrallt. Da können wir nicht mitreden. Deutschland hat Frankreich mit einem Embargo belegt. Das ist echt heftig, ne? Hier sind die riesigen Franzosen. Hier sind die riesigen Deutschen. Und wir stecken irgendwie zwischendrin, ne? Das ist ungünstig. Die Belgier und die Niederlande auch noch, ne? Wir stecken da irgendwie zwischendrin. Und der Deutsche hat sich mittlerweile nahezu fast alles geholt, ne? Es fehlt nur noch Braunschweig und Hessen-Kassel. Dann hat der echt alles. Außer Bayern, Württemberg und Baden.
Ein Schelm, wer Böses denkt. Nicht gut, nicht gut. So, wir gehen nochmal hier runter. Hier sind auch all unsere Bauvorhaben schon durch. Die Färbemittelplantage wird noch besetzt. Genau, das ist gut. Wir haben noch Arbeiter, oder? Ja, 63.000, mehr als genug. So, und hier drüben haben wir eine Kaffeeplantage. Die arbeitet eigentlich auch ganz gut. Das senkt auch den Kaffeepreis ein bisschen. Wir haben nach wie vor Arbeiter. Was gibt es hier denn noch? Auch noch Färbemittel und es gibt auch noch Holz. Okay, wir müssen die Arbeiter ein bisschen splitten, aber ich mache trotzdem nochmal 2 Stufen auf die Kaffeeplantage. Wir brauchen mehr Kaffee für unsere Leute. Wohlstand geht auf 19 zu, das ist doch super. Oh Gott, und was ist hier schon wieder? Oh, Spanien gegen Großbritannien. Um was geht's denn hier? Die Spanier möchten Kutai erobern. Was ist das? Oh, das ist hier drüben in Indien. Hier, Kutai. Und Kutai ist seines Zeichens, hier, eine britische Kolonie, ne? Eine britische Marionette. Okay, kein Wunder, hat der Brite da was dagegen. Da halten wir uns aber auch raus. Das geht uns nichts an. Wir könnten, ja, sobald wir hinten kolonisiert haben, könnten wir Sulawesi noch kolonisieren. Da war doch auch noch irgendwas drauf, was uns gefallen hat, oder? Tabak, genau, Tabak war der Punkt. Wir haben nämlich noch nirgends Tabak. Ich glaube, das kann man auch sehen, wenn man da auf die Tabakplantage geht. Oh nein, es gibt 8 Stufen des Gebäudetyps Tabakplantage in Baden. Wo? In Sansibar? Haben wir hier eine Tabakplantage? Tatsache! Warum sagt denn keiner was? Ha! Lustig! Der Tabakpreis ist +12. Okay, dann packen wir da auch mal noch 2 Stufen drauf. Ist ja wunderbar. Und hier... Hier warten wir mal, was passiert. Da gehe ich noch nicht direkt raus. Da warte ich mal das Diplomatiespiel ab. Vielleicht können wir da was abstauben. So, jetzt sind wir wieder bei unseren öffentlichen Krankenhäusern, ne? Landwirte in Ostschweiz haben an die Regierung appelliert, weil die von ihnen verwendeten Werkzeuge so gefährlich sind. Sie möchten eine Art von Gesundheitswesen, um ihr Leid zu mindern. Na, das sind mir ja welche. So, wir können ihnen jetzt Hilfe anbieten, dann bekommen wir einfach 10%. Oder wir können 40% Erfolgschance uns abgreifen, dann steigt aber die Sterblichkeit. Na, das machen wir natürlich nicht. Wir nehmen die 10%, wir haben es nicht eilig. Wir haben jetzt eine Erfolgschance von 45, Vorankommen 51 und noch eine Debatte von 2,4. Also, da können wir ruhig nochmal, wie lange dauert der Spaß? 215 Tage warten. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz damit. Das tut uns nicht weh. Hier wird Eisenbahn und Elektro, Kraftwerk ausgebaut. Das ist sehr schön. Dann werden wir doch die Zeit nutzen. Wir haben doch hier Kasernen ausgebaut auf 11. Ich mache mal die Kaserne auf 15. Wie sieht es denn hier aus eigentlich? Hier haben wir überhaupt keine Kaserne in der Ostschweiz. Das ist interessant. Und in Baden 26, 27, 28, 29, 30. Dann bauen wir mal unsere Armee ein bisschen aus. Was ist hier passiert? Der tapfere Lokführer. Oh nein. Ein Zugunglück in Baden hätte beinahe zu vielen Toten geführt, wenn der Lokführer nicht so rasch gehandelt hätte. Heldenhaft verlor er dabei sein eigenes Leben. Na super, ey. Nur wenige starben, doch es wird etwas dauern, das Wrack zu beseitigen. Der Himmel sei Dank für die kluge Lokführer. -5 Infrastruktur, toll. Bahnangestellte sollten mehr dafür bekommen, auf der Arbeit zu sterben, als nur ein eigenes Lied. Das kostet jetzt Geld, ne? Ach so, nee, das stärkt dann einfach nur die Gewerkschaft. Aber -5 Infrastruktur kriegen wir immer in Baden. Das ist schlecht. So, jetzt, Moment. Hier passiert einiges. Spanisch-britische Rivalität. Frankreich importiert Tuch von uns. So, Lanfang stellt sich, hoppla, Entschuldigung, auf die spanische Seite. Das ist uninteressant. Bulungan stellt sich auf die spanische Seite. Okay, da geht jetzt einiges. Ja, aber truppentechnisch sieht das immer noch nicht gut aus, ne?
Der Brite mag uns jetzt auch nicht so wirklich, ne? Das ist schwer. Naja, wir sind da raus. Da kann ich leider nichts tun. Ich verzettel mich da jetzt nicht in einen Krieg rein, der uns Probleme macht. Ich baue jetzt erstmal noch ein bisschen mein Militär aus. Eventuell sollte ich die Zeit nutzen und auch meine Marinebasis nochmal ein bisschen ausbauen. Das ist auch nicht verkehrt. Streitkräfte kannst du eigentlich immer nicht genug haben. Wer weiß, was passiert. So, jetzt wird der Sprengstoff teuer auf unserem Markt. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Wo ist die Chemiefabrik? In der Ostschweiz, oder? Ja. Ui, Sprengstoff ist jetzt richtig teuer. Oh, da wollte ich eigentlich nicht hin. Jetzt habe ich mich verklickt. Ist das nicht die Ostschweiz hier? Wo ist die Chemiefabrik? Hier. Eventuell müssen wir auch verbesserten Dünger. Ne, dann produzieren wir nur mehr Dünger. Aber Dünger ist bei Null, das geht. Wir können auch noch auf die Salzwasserelektrolyse. Das macht mehr Sprengstoff. Das werden wir gleich mal tun. Dafür brauchen wir zwar Strom, aber da bauen wir ja dran. So. Sprengstoff ist aber nach wie vor teuer. Wir sollten dann auf die Chemiefabrik gleich noch eine Stufe draufpacken. Kraftwerke kommen ja noch ein paar. Jetzt haben wir schon wieder eine unverschämte Expedition. Ich bin der Meinung, das ist buggy. Also ihr könnt mich eines Besseren belehren, aber das kann doch nicht Sinn der Sache sein, oder? Dass in jeden Monat das gleiche Event aufpoppt, ohne dass du irgendetwas dran tun kannst, ne? Das ist doch seltsam. Naja. Oh, die Radikalität der Protestbewegung ist wieder gestiegen. Wir sind wieder bei 80. Naja. Wir müssen was am Stahl tun. Stahlwerk ausbauen. Stahlwerk ausbauen ist leider teuer. Haben wir in Piemont auch noch ein Stahlwerk? Ja, müssen unsere Stahlwerke ausbauen. Nur sind wir jetzt bauaufträgemäßig gerade voll am Limit. Das heißt, wir bauen gerade überall. Ich denke aber, das soll es für diese Folge, für diese Woche gewesen sein. Wir arbeiten nach wie vor an unserem Markt. Wir haben immer noch Dinger. Schwefel ist jetzt plötzlich überragend teuer geworden, weil er uns wegexportiert wird. Ich fasse es nicht. Wo ist die Schwefelroute? Wer holt sich das? Der Franzose. Okay, ich beende den Handelsvertrag mit dem Franzosen. So, mein Freund. Schluss. Dann zahlst du wenigstens ordentlich Zölle. Ich lasse jetzt mal noch bis zum Wochenumschlag laufen, was das bedeutet. Aber der krallt uns jetzt unseren ganzen Schwefel wieder weg. Das ist fürchterlich, ne? So, wir gucken nochmal nach der Schwefelroute. So, jetzt verdienen wir da immerhin, jetzt muss er immerhin 2000 bezahlen. Aber ich mag das trotzdem nicht, ne? Ich mag das trotzdem nicht. Na gut, aber es hilft erstmal nichts. Es hilft erstmal nichts. Blei ist teuer, Stahl ist teuer. Ja, Werkzeuge werden auch immer teurer, die werden uns auch wegexportiert, ne? Ja, da sind auch Handelsrouten drauf, deswegen kommst du da auch nicht voran. Beim Strom kannst du auch bauen, wie du willst, ne? Da kommst du auch nicht voran, das ist unfassbar. Jetzt bauen wir wieder drei Stahlwerke, dann kommt die Elektronikfabrik. Du kriegst du nicht in den Griff, ne? Du kriegst das, eventuell müssen wir mal anfangen, ein bisschen zu importieren. Ne, die klauen uns, guck dir das mal an, die klauen uns 4400 Klamotten. Das ist ja der Wahnsinn, was verdiene ich denn hier? 13.700 über die Zölle, heftig. Naja, aber damit müssen wir leben. Müssen wir mal gucken, wie wir das, ob und wie wir das in den Griff kriegen. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Genauso wie um die Krankenversicherung und genauso wie um unsere Kolonien. Die müssten dann eigentlich fertig werden. Und hoffentlich verschwindet dann auch die Revolution wieder. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Es geht dann Richtung Endspurt. Wir sind jetzt 1894. Das heißt, wir haben noch, naja, wir haben noch gute 42 Jahre vor uns von 100. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, denke ich. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.